Servus Ladon, wir haben heute mal wieder ein 15 vs. 15 im Two-Hit-Format und wir schauen mal, was so alles noch möglich ist. Ich glaube, man hört es ein bisschen an meiner Stimme, ich bin krank, habe ein bisschen Fieber. Ich hoffe, das Ganze stört nicht allzu sehr. Ich versuche trotzdem mein Bestes für euch zu geben. Wir haben auf jeden Fall ein, zwei geile Pläne mit dabei, aber ich würde sagen, wir starten erstmal mit dem vermeintlich safesten Plan. Und zwar spielen wir bei der Base standardmäßig hier eine Yeti-Plimp auf den Scattershot für den CC-Pull und dann spielen wir einfach einen Queen-Charge einmal hier vorne rum. Brechen dann da vorne beim Multi einmal auf, damit wir ans Rathaus rankommen, bin den King auf der anderen Seite gegen und wie wir es gewohnt sind, die Hawks dann hier durch. Der Grund, warum ich die Plimp auf die Gladi-Seite spiele, ist, weil die Clanbook da ein bisschen weiter dran steht und dementsprechend sollte der CC-Pull uns da leichter gelingen. Wir schauen uns mal an, wie das Ganze klappt. Ich denke, ich werde heute auf jeden Fall während des Hits nicht allzu viel reden, weil ehrlich gesagt mein Kopf dröhnt komplett und jedes Wort, das ich spreche, tut eigentlich auch richtig weh im Hals. Dementsprechend halte ich mich da ein bisschen zurück heute. Okay, Titan in das CC, das passt soweit, denn der Scattershot sollte ja fallen, die Gladi nehmen wir auch mit. Besser kann es bis dato nicht laufen, wobei, ich bin mir nicht so ganz sicher, was meine Queen gleich macht. Könnte sein, dass die Bock hat, den Brugiton gleich mitzunehmen, aber da müssen wir gleich mal gucken. So, jetzt erstmal ein Rage, das ist mir da ein bisschen zu risky. Und Goldlager nimmt sie mit und sie läuft zum Magieturm, das ist perfekt, oh mein Gott. Ich hatte echt ultra Angst, dass sie da jetzt in Richtung Bogiturm läuft, aber so weit, so gut, ich beschwere mich nicht. Gut, wir haben noch eine Minute übrig, das passt alles soweit. Jetzt gegen den King einmal einen Rage sauber nutzen. Dann können wir schon mal einen Mauerbruch spielen. Der kommt an, das passt soweit. Dann funneln wir hier schon mal gegen, weil ich habe Angst, dass die Queen sonst nicht reinläuft. Na gut, King. King. Funnelst du heute noch ein bisschen oder wie schaut's aus? Ja gut, jetzt müsste es eigentlich passen. Ich starte einfach mal hier oben. Ich hoffe einfach, dass die Queen sich dazu entscheidet, das Rathaus mitzunehmen. Sollte sie jetzt aber auch machen. Warden Ability mit dazu. Hier die ganzen Hawks, um die Super Hawks ein bisschen in die Mitte reinzudrücken. Das freezen wir hier einmal. Queen tankt den Mono, da müssen wir jetzt aber trotzdem gleich mal in Invis investieren. So, und jetzt schauen wir, ob das Ganze insgesamt reichen kann. Hier oben nochmal Magier mit dazu, hier noch zwei Bogies, wobei das hätte sowieso gepasst. Queen zünden wir, das heißt der Mono geht raus. Jetzt ist die Frage, wir haben hinten raus noch die Queen. Die Gegner-Queen, die jetzt gleich ordentlich nerven könnte gegen die Gladi, deswegen zünden wir die Gladi schon mal, dass die jetzt auch direkt die Queen anvisieren kann. Das heißt, die Gegner-Gladi fällt hier und dementsprechend sollten das doch die ersten drei Sterne für uns sein. Ich wüsste eigentlich nicht, was uns hier noch aufhalten könnte. Der Magieturm fällt nochmal. Das heißt, die Gladi überlebt und dann sollte das zeitlich auch kein Problem werden. Ist jetzt zwar kein Overkill, aber das Wichtige ist, dass es am Ende reicht. Oder wird das jetzt sogar nochmal knapp? Wir haben den Bogiturm und jetzt haben wir halt die Zeit. Die Queen macht irgendwie Faxen. Die Queen macht richtig Faxen. Oh mein Gott, Queen. 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 Warden. 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 Hilf einfach mit. Warden. Digga. Der Warden ist geistig. Sowas von zurückgeblieben. Das ist ja unfassbar. Ich habe jetzt kurz doch nochmal die Base mit demselben Ansatz versucht. Und ich weiß nicht warum, aber dieses Mal ist es der übste Overkill. Ich habe noch 30 Sekunden Zeit und ich kann Freeze sauer swaggen. Also keine Ahnung, was ich beim ersten Hit falsch gemacht habe. Aber gut. I mean, ist okay. Nach dem Schock gehen wir über zu Queen Charge Recall Bowler. Und hier habe ich vor, hier oben einen Flameflinger zu spielen. Der soll dann ungefähr das alles bekommen. Dasselbe machen wir hier unten mit der Queen. Und die Queen soll auch ungefähr das hier bekommen. Danach recallen wir die Queen auf 3 Uhr und da geht es einmal komplett rein mit dem Smash. Hinten raus sollte noch nicht mehr allzu viel stehen, das heißt die Gladi müsste das eigentlich finishen können, aber wir schauen uns mal an, wie das Ganze klappt. Das ist jetzt an sich eigentlich der vermeintlich schwerere Hit. Also beim ersten war ich mir eigentlich so sicher, dass er durchgeht. Aber gut, vielleicht drehen wir das Ganze einfach mal um und wir trippeln den Hit. So, der Funnel hier auf der einen Seite sollte schon mal passen. Hier spiele ich den Yeti mit dazu. Der Mauerbrecher? Oh, okay. Ich hatte gehofft, der Mauerbrecher connected bei dem Elex-Lager. Okay.
Das ist jetzt schlecht. Das ist gar nicht gut. Egal. Ersten Rage können wir schon mal mit dazusetzen. Und Headhunter nutze ich auch mal. Aber das heißt, wir kriegen den Scattershot nicht, oder? Aber ich weiß nicht, kommt drauf an, wie die Queen jetzt läuft. Okay. Es müsste passen, ohne dass ich hier die komplette CC pull. Muss ich jetzt mal gucken. Okay, ich nutze hier mal ein Invis. Und dann müssen wir die Queen einpacken, sobald der Scatter fällt. Oh, das war knapp mit der Queen, aber gut, passt soweit noch. Der Flameflinger hier oben macht einen guten Job. Hätte ich tatsächlich auch ein bisschen aufpassen sollen, aber gut. Es hat ja alles gepasst. King mit dazu. Hier schon mal einen ersten Rage mit dazu. Hier kracht es ein bisschen. Heiler mit dazu. Den können wir zünden. Oh, der Scatter ist nicht ganz gefallen. Das ist bitter. Okay, und die Bowler verteilen sich ein bisschen. Wir müssen hier unbedingt jetzt Zauber nutzen, damit die Bowler einigermaßen am Leben bleiben. Ich will nämlich noch nicht den Warden zünden. So, Sprung mit dazu. Monofreezen wir einmal. Dann können wir den Warden, glaube ich, noch ein bisschen rauszögern. So, nächster Rage. Und jetzt, bevor diese Bowler hier sterben, nutzen wir mal lieber die Warden-Ability. Und jetzt gehen wir hier unten mit der Gladi dazu. So, der Endless poppt. Ja, vielleicht hätte ich doch den einen Rage noch nicht nutzen sollen. Aber egal, das Rathaus geht jetzt down. Der Invis ist nicht mehr da, wir haben keinen Zauberturm mehr. Ich finde den Hit bisher gar nicht schlecht, aber ich kann es nicht einschätzen, deswegen will ich hier nichts sagen. Vorhin habe ich so sehr gechinkst. Vorhin meinte ich, ich bin mir sicher, dass es 3 Sterne sind. Jetzt will ich hier gar nichts sagen. So. Hier die Cleanup-Truppen mit dazu, das könnte halt schon wieder ein Time-Problem werden, ne? Könnte so sehr schon wieder ein Time-Problem werden. Queen-Fähigkeit. Oh, bitte nicht nochmal. Bitte nicht nochmal. Das Elex-Lager fällt. Wir haben noch 10 Sekunden. Bitte nicht, bitte nicht. Aber dieses Mal auf 5 Sekunden. Sind das 3 Sterne und der Hit war doch echt schön. Bei der Base gehen wir wieder zu den Twinhawks über. Und hier finde ich, hier könnte man einen verdammt guten Flameflinger ungefähr für dieses Eck spielen. Wenn dann ein Drachenreiter aus dem Flameflinger kommt, könnte der Flameflinger vielleicht noch den Adler holen und dann hat der Flameflinger nicht nur gutes Value, sondern auch gutes Fun-Value. Dann habe ich mir gedacht, was könnte man als Follow-Up spielen und dementsprechend dachte ich mir, wieso eigentlich nicht, ein Queen Charge hier ins Rathaus rein, den King dann hier in den Multi rein und die Twinhawks dann einfach von 12 durch den Rage-Turm und dieser Rage-Turm hier müsste ja dann eigentlich schon getriggert sein, dementsprechend dürfte nicht mehr so viel Schaden hinten raus sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, wie gut es gleich in der Umsetzung läuft, wir schauen uns einfach mal an. So, der Mauerbruch hier an der Ecke klappt direkt, das ist perfekt. Gut, beim Flamefinger müssen wir dieses Mal aber ein bisschen mehr aufpassen. Kann nämlich gut sein, dass da gleich nochmal Askelly Traps oder so hochkommen. So, und hier spiele ich jetzt schon mal den King dagegen und hier den Yeti zum Funneln. So, spiele hier nochmal einen Bogey mit dazu. Dann sollten wir da erstmal recht safe sein. Und ein paar Loons. Ingo läuft jetzt hoffentlich zum Magieturm, oder? Wow, oh, okay, gut. Der schafft sowieso nicht, den Multi zu holen. Läuft zwar jetzt zum Magieturm, aber ich kann froh sein, wenn das irgendwie noch schafft, den X-Board auszuholen, aber das wird auch nichts mehr. Gut, der King hat ein bisschen weniger geholt, als ich mir erhofft hätte. Aber gut, er hat die Gegner Gladi rausgenommen. Das ist doch schon mal okay soweit. Da kann man sich nicht beschweren. Beim Flameflinger passt alles soweit. Jetzt ist nur das Ding. Wir bräuchten den CC-Pull und da kommen wohl einige Bogies raus. Boah, der wird richtig eklig, der Pull. Da ist schon mal richtig eklig. So, jetzt hier ein Rage mit drauf. Jetzt müssen wir ein bisschen auf den Mono aufpassen. Immer noch keinen ganzen Pull. Okay, ich werfe hier mal den Endes. Ich weiß nicht, ob das dumm oder schlau ist, aber ich dachte mir, vielleicht kann die Queen jetzt den Mono holen. Okay, ich freeze nochmal. Ja gut. Jetzt ist der Rage-Turm auch schon wieder da. Ach du Heilige.
Ja gut. Ja gut. Der Hit ist es gar nicht. Der Hit ist es gar nicht. Queen müssen wir zünden lassen, das bringt sonst alles nichts. Bevor der Scatter jetzt hier nochmal schießt, nutzen wir die Warden Ability. Der Flamefinger hat nicht ganz so viel geholt, auch wie ich es mir vorgestellt hätte. Also irgendwie hat hier nichts so wirklich funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hätte, wenn ich mir das recht überlege. Die Queen ist down. Ich freeze den Multi nochmal, aber das war absolut nichts. Das ging gar nicht klar. Das mit dem CC-Pull war so unfassbar unglücklich. Ich habe auch, wie gesagt, so viel mehr vom King erwartet. Ich weiß nicht, wieso ich darauf kam, dass der so viel holen würde. Ja, und dementsprechend hat man Skelly's Bell. Ja gut, den hätte ich vielleicht auch ein bisschen eher nutzen sollen. Dementsprechend würde ich sagen, bei dem Video waren auf jeden Fall zwei recht gute Hits dabei. Beim ersten Hit hat mich der Warden ordentlich verkauft, der zweite Hit war dann aber ganz cool. Und das ist jetzt nochmal ein Hit zum Schluss, den wir am liebsten vergessen sollten. Ich hoffe, euch hat das Video aber trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.